Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal BioMusic. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Groove Agent SE arbeitet, aber mehr nach dem Intro. So, wie ihr sehen könnt, bin ich wie immer schon in einem Projekt drinnen und das erste, was wir machen müssen, ist eine neue Instrumentspur erstellen. Und dazu gehen wir in Eingangs- und Ausgangskanäle, Rechtsklick, Spur hinzufügen, Instrument und wählen hier einfach den Groove Agent SE aus. Ich merke gerade, dass ich Hall auf meiner Stimme habe. Das mache ich mal lieber wieder aus. So, jetzt sollte meine Stimme wieder klar sein. Und hier ist der Groove Agent. Ich ziehe den hier mal ein bisschen hin. Und genau, so sieht er jetzt erstmal aus. Wenn wir jetzt hier irgendwas drücken, passiert erstmal gar nichts. Und was wir jetzt machen müssen, ist hier ein Kit auswählen. Wenn wir zum Beispiel, wir können den Groove Agent auch anders verwenden als Schlagzeugset. Und zwar können wir eine Audiospur aufnehmen und die können wir dann hier reinziehen. Ich mache jetzt einfach mal hier einen kurzen Test, erstelle eine Audiospur. Nenne die jetzt einfach mal Vocal. So, schließe das Ganze. Mache hier den Vorspann aus und jetzt nehme ich hier was auf. Man sieht dann, dass hier irgendwas aufgenommen wird. Ich stoppe das wieder, gehe jetzt halt hier in meinen Groove Agent rein, drücke auf die Tastatur und wenn ich jetzt hier mein Vocal nehme und das hier unten einmal reinziehe, dann kann ich noch auf Slice drücken, Create Slices und jetzt halt habe ich die hier drinnen, wie bei so einem Launchpad und könnte dann auf meinem Keyboard das drücken. Und dann spielt er im Prinzip das Ganze. Genau. Aber wir wollen heute mal eigentlich nur Schlagzeug aus. Wir dann hier auf das Kit. Und dann haben wir hier eben den Style. Und hier Substyle. Und können jetzt hier alles Mögliche auswählen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, gehen wir mal auf Blues. Dann haben wir hier wieder Untergruppen. Und zwar unsere Schlagzeuge. Und dann können wir da einfach mal draufklicken. Und dann lädt es kurz. Und dann haben wir hier unser Schlagzeug drin. Und wenn wir jetzt auf unser MIDI-Keyboard draufschlagen, also drücken die Tasten, dann spielen wir dieses Schlagzeug. Und dann können wir auch notfalls mit der Maus immer noch draufdrücken. Oder hier. Genau. Und das ist im Prinzip eigentlich, für was man den Groove Agent verwendet. Und zwar, um Schlagzeuge aufzubauen im Prinzip, also mit MIDI-Spuren. Ihr könnt jetzt hier wieder MIDI-Spuren ziehen und dann eben hier mit dem Stift eure Schlagzeugnoten auswählen. Das war's mit dem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Bis dann. Ciao.